Antoine Monod Junior und Butterscotch gleich in der Harald Schmidt Show. Und dann, mein heutiger Gast ist ein junger Kollege als Schauspieler, demnächst im ZDF mit dabei in der Serie Die Zwei. Aber er ist auch ein leidenschaftlicher Filmunternehmer, hat auf eigenes Risiko jetzt den Film Kaiserschmarrn produziert, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, Antoine Monod Junior. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Wir haben uns noch nie gesehen. Richtig. Normalerweise sagt man kurz Hallo, hinten, bevor es losgeht. Du warst im Stau. Ich war im Auto im Stau. Von woher? Vom Hauptbahnhof. Echt? Ja, wir haben Chaos. Die Stadt ist dicht. Über eine Stunde. Brücke war zu. Ja. Die Brücke war zu? Also mit Autos zu. Ja. Unfall oder was? Egal. Nee, ich glaube, das hat sich einfach aufgelöst. Schön, dass du hier bist. Warum Junior? Gibt es auch Senior? Mein Antoine? Vater, ja. Auch Antoine? Nee, Jean-François heißt der. Franzose? Französische Schweiz, übersetzt Hans Franz. Sagt man da die Welschen in der Die Welschen, ja genau, ja, in Welschen. Der französischen Schweiz sind es die Welschen. Das heißt, du sprichst Französisch? Ich spreche fließend Französisch, ich kann mich in jede Diskussion einklinken. Ich mache Formfehler, Fallfehler, ja? Ich habe einen Akzent, aber ich kann... Ja? Man hält Voll. Mich manchmal für einen Belgier. Könnte auch vom Typ her herkommen. Könnte vom Typ her herkommen, ja, genau. Und es geht auch ein bisschen in die Reihe Mittelalter Departieu. So ja, vom Typus her, oder? Ja, das stimmt. Ist das ein Schauspieler für dich als Vorbild, Departieu? Ja, Hammer Schauspieler. Oder? Wahnsinn. Also sensationell. Kann man das mit einem Satz erklären, was das Tolle an Departieu ist? Kraft. Ja. Oder? Präsenz. Wow. Einfach so, da. Ja. Ob das jetzt politisch zwingend das ist, das Richtige ist. Aber was er so das, macht? Ja, das muss jeder für sich wissen. Ne? Ja, muss er wissen. Als Schauspieler? Hammer. Ja. Er hat früher ganz tolle Filme, der hat mit Serge Gainsbourg Filme gemacht und so. Großartig. Serge Gainsbourg. Er raucht schon lange nicht mehr. Nee, der raucht schon lange nicht mehr. Ich auch nicht, seit 2 Jahren. Aufgehört? Wie viel hast du geraucht am Tag? 2 Päckchen. Auch solche harten wie Serge Gainsbourg? Filterlosen gelben? Nee, ich habe richtig so schön mit Filter und so. Ah, und warum hast du aufgehört? Hast du nicht mehr vertragen oder wie? Ja, ich wusste, ich muss irgendwann aufhören. Ich hatte Angst, dass ich dran sterbe. Stimmt. Da bist du auch sofort ruhig. Ich meine, natürlich. Jetzt fällt den Leuten ein, dass jeder sterben muss. Also, aber, genau. Und dann werden sie gleich ruhig. Ja. Jetzt erzähl doch mal, dieser Film Kaiserschmarrn. Du hast den Film auf die Beine gestellt, ja? Genau, wir haben eine Produktionsfirma Zuckerfilm und zusammen mit Franz Meiler und Daniel Kraus, der auch Regie geführt hat. Und wir haben den produziert, wir haben den aus der Taufe gehoben damals. Wie kommt man an Geld als junger Produzent? Genau. Wir wollten den Film relativ schnell machen. Ja. Wir hatten im Januar die Idee und haben im August angefangen zu drehen. Normalerweise liegen dazwischen 3 Jahre. Ja. Und wir wollten als Produktionsfirma eine Visitenkarte haben und haben das Glück gehabt, das Geld relativ schnell aus der Privatwirtschaft auftreiben zu können. Wirklich? Ja. Und dann hat das Team ein bisschen auf Gage verzichtet und vor allem die Schauspieler. Und deswegen, wir hatten ein Ensemble, Grit Böttcher, Ottfried Fischer in der Gastrolle, Hannes Jennecke. Heinrich Schafmeister, der letzte Zierer. Ja, und sehr engagiert ist und auch erzählt habe, ich habe gelesen, so, zumindest Sozialversicherung habt ihr bezahlt. Sozialversicherung haben wir bezahlt. Und das hat uns aber fast das Genick gebrochen, ne, am Schluss. Muss man auch mal sagen. Also, ja. Das geht der ganzen deutschen Wirtschaft so. Ich weiß. Ja. Wenn die Arbeiter bereit wären, im Ländenschutz zu arbeiten und für ein Dankeschön und eine Blume und ein Lächeln, wären wir viel mehr konkurrenzfähig im Ausland. Aber das hat alles die Linkspartei ruiniert. Gut, aber wir wollen hier nicht politisch werden. Es geht in dem Film um eine Pornofilmproduktion, oder? Es geht darum, ich bin ein Pornodarsteller. Ja. So. Ja, und der Film hat Premiere? Wir hatten eine sensationelle Premiere in München. Ja. Wir sind mit lustigen 30 Kopien gestartet, haben eine Kinotour gemacht durch Niederbayern, durch Hamburg bis nach Wien. Ja, und jetzt läuft er. Also wer Lust bekommen hat, er läuft noch. Ja, und wie sieht's aus? Kommt ihr finanziell raus oder muss noch was nachgeschossen werden? Nächste Frage. Ja, das gehört beim Filmgeschäft dazu, oder? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also, wir haben uns eine Visitenkarte gekauft. Ja. So.
Ja, mit diesem Film. Mit diesem Film. Ja. Ja. Jetzt steigst du als Schauspieler beim ehrwürdigen ZDF ein. Richtig. Bist du da in gewisser Weise der Nachfolger von Günter Strack? Genau. Ja. So, ich bin der neue, der lebendige Günter Strack. Auch Anwalt? Auch Anwalt. Ja. Also ein Fall für zwei. Wir haben die Serie ins Heute gehoben. Ja. Vor allem, also 2013 ist die jetzt angekommen. Ja. Die musste etwas schneller, etwas jünger werden und trotzdem natürlich das alte Erbe da lassen, wo es ist. Ne? Natürlich, weil die Zuschauer ja auch im Grunde wahrscheinlich der Serie seit vielen Jahrzehnten treu bleiben. Genau. Und auch nicht der allzu sehr. Die erfolgreichste Freitagabend 2015-Serie. Ja. Ne? So. Und aber neue Rollen, also keine Übernahme, sondern neue Rollen. Vanja Müß ist mein Kollege, der spielt den ehemals Matula, den Privatdetektiv. Matula hat es ja 40 Jahre lang gemacht mit dem Satz, ich nehme einen Steak und einen Pilz. So, oder? Genau, ja. Auch mit Lederjacke großartig. Und so? Ja, anderes Kostüm. Ne? Ja. Der ist schon ein neues Kostüm, frisch wieder. Macht auch keine Schulterrolle mehr. Ja, das war immer toll. Aber ja. Wobei, wir wollten alle, dass er eine macht. Ja. Aber jetzt mache ich sie. Und wo lebst du, in der Schweiz oder in Deutschland? Ich lebe in München. Hast du auch einen Schweizer Pass? Deutschland, Frage nicht richtig beantwortet, Deutschland. Ich habe auch einen Schweizer Pass, ja. Kann man Schweizer und einen anderen Staats... kann man haben? Ja, kann man. Ich glaube, Türke, Deutsch geht nicht, aber Deutsch, Schweiz geht. Oh ja, und vor allem Schweizerisch wie bei Tina Turner. Ja, richtig. Aber habe ich jetzt gelesen, sie will den amerikanischen Pass abgeben. Ui. Nur noch Schweizer Meitli sein. Ui. Stina. Stina, genau. Sie hat ja letztens groß gefeiert, ne? Geburtstag hatte sie, oder? Ja, Hochzeit. Sie hatte eine buddhistische Hochzeit gefeiert mit vier Hubschraubern, die Rosen abgeworfen haben. Natürlich, ja, wie das halt bei Buddha so war, Bedürfnislosigkeit. Ja. Ich kenne es nicht anders. Bist du auch religiös irgendwie angehaucht oder spirituell oder so? Naja, ich war damals Waldorfschüler, ich war damals in der Kirche der Waldorfschule. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie die Freie Evangelie. Glaubensgemeinschaft oder richtig, so. Glaubensgemeinschaft. Ja. Da war ich und habe mich dann irgendwann daraus verloren und bin gar nichts. Und wie bist du mit der Waldorfschule so zurande gekommen insgesamt? Naja, ich habe es gehasst früher. Ne? Warum? Ich glaube, ich hätte aber jede Schule gehasst. So. Ich bin heute gottfroh, dass ich auf dieser Schule war, auf so einer Schule war, auf einer Waldorfschule war. Und ich würde meine Kinder sofort wieder auf eine Waldorfschule schicken. Ah. Würde ich machen. Ja. Finde ich gutes System, gute Alternative. Antoine, ich sehe, wir haben mit dir einen jungen, kraftvollen Titan mit Neigung zum Berserker gewonnen für unsere teilweise ein bisschen öde Filmlandschaft. Ich glaube, du wirst dir sehr gut tun, auch im ZDF. Vielen Dank. Und ich glaube, du hast alles Zeug, ein Publikumsliebling zu werden. Ehrlich? Ja, ich glaube, weil du so ein bisschen auch so ein knuddelig und ja, so. Ich bin eine Teddy-Tauglichkeit. Ich bin zum Anfassen. Oder? Ja, genau. Ja. So, Abteilung Urviech. Denke an meine Worte. Sehr gerne, mach ich. Weil der Sendeplatz ist natürlich toll. Der Sendeplatz ist sensationell. ZDF 20.15 Uhr ist absolut fantastisch und bin mir ziemlich sicher, dass das mit dir sehr gut funktioniert. Vielen Dank. Und von da noch in andere Movies und so weiter. Schauen wir, ja. Und ich bin mal gespannt, wie dir die weiße Uniform auf dem Traumschiff steht. Ja, sehr gerne, natürlich. Ja. Schiff mit Schieflage, ne, wenn ich vorne... Ja, aber könnte ja eine Comedy-Grundlage richtig sein. Ne? Du bleibst im Drehtür hängen, als erster Auftritt so, oder sowas. Ja, genau. Ja. Ja.